Hallo und herzlich willkommen zur Nordrhein-TV Apple-Welt. Heute werde ich dieses Programm hier vorstellen. Es heißt Comic Live und damit lassen sich Sprechblasen und anderes auf Fotos einsetzen. Beispielsweise so. Das Foto kann man beliebig auf dem Blatt platzieren. Allerdings, wenn man das hier so macht, dann erscheint hier so eine rote Linie. Und das heißt, dass das dann nur halb drauf ist oder nicht geht. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich würde es auch nicht unbedingt ausprobieren. Foto kann man auch bildgroß machen. Oder Blatt groß, wie auch immer. Und dann kann man hier auch natürlich Sprechblasen einsetzen mit Text. Die Sprechblase lässt sich auch noch mal größer und kleiner, dicker, dünner, breiter machen. Der Blasenpunkt lässt sich auch woanders hinrichten, beliebig lang machen. Man kann natürlich auch die gesamte Blase verschieben. Das sieht jetzt nicht ein bisschen bekloppt aus mit so einem kleinen Ding in dieser Riesenblase, aber naja. Und dann hat man hier noch die Funktion des Comics. Hier lässt sich mal so ein beliebiges Layout auswählen, wo man dann auch wiederum Fotos reinsetzen kann. Hier kann man noch bestimmen, wie gerade oder wie schief oder welchen Fotopunkt das Ding anzeigen soll, welchen Punkt vom Foto. Den hier jetzt in dem Fall. Und es lassen sich natürlich hier noch verschiedene Effekte beim Foto selber einsetzen. Zum Beispiel sowas hier. Wir haben jetzt aber hier mal so ein. Oder sowas. Wir nehmen aber jetzt mal so ein normales Foto. Und dann kann man hier noch verschiedene Arten von Sprechblasen drauf tun. Beispielsweise Flüsterblasen, Gedankenblasen. Lautschriftblasen, Informationskästchen und Effektschrift. Und die Effektschrift hat halt noch eine Besonderheit. Die kann man nämlich nicht nur einfach so größer und kleiner machen, sondern die kann man auch so und so beliebig verknautschen. Das ist ganz praktisch. Und es lassen sich natürlich auch hier andere Farben einsetzen. Man kann den Weißpunkt verändern. Man kann andere Farben nehmen für das Blatt oder auch für die Schrift. Man kann verschiedene Schriften auswählen. Man kann die Schrift beliebig groß machen. Man kann den Stil der Effektschrift auswählen. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Wir nehmen jetzt mal die hier. Und man kann das natürlich auch alles exportieren. iWeb, E-Mail oder auch drucken. Also damit lässt sich halt alles machen, von der einfachen Geburtstagsgrußkarte bis hin zu professionellen Comics. Voraussetzung ist natürlich, dass man die in iPhoto oder welches Fotoprogramm man immer hat. Aperture lässt sich natürlich auch damit nutzen, Photoshop, dass man das da drinne hat. Aber ist für Kurzcomics oder so ist es denkbar geeignet.
Ja, das war's von mir. Schreibt schön in die Kommentare rein, bewertet das Video. Und ja, ich sag dann mal Tschüss.